Nordmetall Standpunkte, Termin beim Chef, diesmal mit Dr. Andreas Dico, Vice President Operations bei Webasto Thermo und Komfort. Hier bauen sie Outdoor-Heizungen, aber nicht irgendwelche. Und das mit großer Tradition. Dieser Standort ist sozusagen ein Ursprung der Industriegeschichte dieser Stadt. Und die Mitarbeiter, die hier arbeiten, haben eine hohe Verbundenheit zu diesem Standort. Das macht es für mich als jemand aus der Region so angenehm, mit diesen Menschen lange und perspektivisch zusammenzuarbeiten und gemeinsam die Zukunft zu gestalten und zu entwickeln. Für die Elektromobilität haben sie hier neue Wärmespender erfunden. Es geht hier um eine elektrische Heizung, die mit Hochvolt betrieben wird, 400 Volt oder 800 Volt für elektrische Fahrzeuge. Das ist ein neues Produkt, seit 5 Jahren bei uns in der Produktion, in der Industrialisierung. Und die Besonderheit dieses Produktes ist, dass es hocheffizient Strom in Wärme umwandeln kann. Der Wirkungsgrad ist mehr als 95%. Und das ist in diesem Marktsegment wichtig, weil das die Reichweite der Fahrzeuge wenig beeinflusst. Der Chef ist stolz auf seine Innovationen und das zu Recht bei Webasto in Neubrandenburg.